bremst dich emotionales Essen aus? Emotionales Essen kann dich daran hindern, dein Leben in vollen Zügen zu genießen. Viel wichtiger ist, was kannst du jetzt gegen emotionales Essen tun? Ich habe dir 3 Tipps mitgebracht, wie du emotionales Essen langfristig überwinden kannst. Erstens, identifiziere die Auslöser für deine negativen Emotionen. Zweitens, frage dich, was du jetzt in Wirklichkeit brauchst, damit es dir besser geht. Drittens, finde alternative Wege und Gewohnheiten, um in Zukunft besser mit negativen Emotionen umzugehen. Das kann Sport sein, ein Buch lesen oder Gespräche mit Freunden. Ganz wichtig ist, dass du auf deinen Körper achtest und auf deine Bedürfnisse hörst, um zu lernen, Emotionen nicht länger mit Essen zu verbinden. Wenn du emotionales Essen langfristig überwinden möchtest, dann komm unbedingt in meinen Live-Vortrag am 28.05. um 20 Uhr, denn hier gebe ich dir die besten Tipps und Methoden, wie du emotionales Essen überwinden kannst. Schick mir direkt eine Nachricht mit deiner E-Mail-Adresse und dann bist du auch live am 28.05. dabei.